Leute, und damit ein herzlich willkommen mit dem hässlichen Ausblick auf Lydia, die sich die komplette Rüstung der Falmer einverleibt hat. Die sieht schön scheiße aus. Ja. Ja, auf jeden Fall war nun mal ein kleiner Aufstoß möglich. Gerade gegessen, noch ein bisschen was getrunken. Natürlich nichts Alkoholisches. Wir haben 14 Feuersalz, die habe ich mir gerade mal geholt. Ja, was machen wir damit, Leute? Ganz einfach, wir gehen jetzt zu den lieben Herrn Balimund, das war ja eine kleine Nebenquest. In Riften, und da sollten wir ja 10 Feuersalze besorgen. Da wir jetzt 14 haben, werde ich mich da jetzt auf den Weg hin machen. Ihm die liefern. Was wir dafür bekommen haben, weiß ich leider nicht mehr. Also kann es auch nichts besonders Großartiges gewesen sein. Aber es ist eine kleine Quest, die wir erfüllt haben. Lecker, lecker, lecker. So, wir sind jetzt schon im Part 50, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Part 50. Ein kleines Jubiläum, Leute. 50. Wer kann sowas schon sagen, 50 Parts von einem Let's Play zu machen? Klar, keine große oder keine riesengroße Community, aber ich bin froh drüber. Über die Abonnenten, die wir haben. Und das passt auch schon. Lalalala. So. Was führt euch wunderbar? Ihr habt mein Geschäft gerettet und das Herz eines. Übrigens, die Feuersalze waren, dass seine Schmiede wieder heiß wird. Noch heißer, sagen wir es mal so. 1500 Gold. Ich kann mir vorstellen, dass euch die aktuellen Ereignisse auf Trab halten. Die Leute sagen, dass ich Gold mit dem Leid anderer Menschen verdiene. Aber was sollte ich sonst tun? Schmieden ist alles, was ich kann. Wenn das nächste Mal eins meiner Schilde einen Todesstoß ablenkt, werden sie einen anderen Ton anschlagen. Genauso denke ich mir aber das auch. Lasst euch mal wieder blicken. Jeder macht nur seinen Job, das dürft ihr nicht vergessen. Selbst in diesen ganzen Krisenländern. Oh, nun, das ist wohl ein edler Zweck. Ich werde die Rechnung bis zum Tagesende begleichen. Danke. Okay, interessiert mich aber nicht. Wir kümmern uns jetzt weiter erstmal um die ganze Geschichte, die wir gestern gemacht haben. Und zwar hier im Mzluft oder Zulft. Und melden uns jetzt erstmal wieder beim Ältesten, hätte ich beinahe gesagt, beim Vorsitz der Winterfeste. Ich komme gar nicht auf den Namen. Da seht ihr auch die Masken, davon haben wir schon eine. Das sind schon, ne? Und dann gehen wir in das Labyrinth von Labyrinthion. Oh. Ich glaube, das war auch irgendeine Zwergenanstalt, hätte ich beinahe gesagt. Eine Zwergen... Unterkunft. Oh, die Musik hier finde ich aber auch ganz chillig wieder. Oh, habe ich hier auf dem Profil die Beschwörung eigentlich auf 100? Oh ja, stimmt. Wartet kurz. Nee, auf... Ah, die habe ich aber schon einmal hochgestuft. Deswegen labert er wieder sein Bullshit. Wie ihr schon seht... Das Ding geht ganz schön ab. Wir versuchen da reinzugehen. Los! Ich komme nicht rein. Was ist los? Klar. Der Talmor ist natürlich jetzt hier wieder die treibende Kraft. Wartet kurz. So, und... Wo sind Flammen jetzt? Ach, da drüber. Ihn gar nicht. Was steht hier vor? Ankano, hört sofort damit auf. Ich befehle es euch. Ja, komm. Also, euch kam von ihm.
Leute, ich glaube, er stirbt jetzt. Also unser lieber Vorsitzender. Oh mein Gott. Das helle Licht. Ist euch alles in Ordnung? Könnt ihr laufen? Mirabelle, was ist los? Wir sind in Schwierigkeiten. Mir geht es gut. Kano macht etwas mit diesem Ding, dem Auge. Wir können ihn nicht aufhalten. Ich habe Savos seit der Explosion nicht mehr gesehen. Vielleicht wurde er davon erfasst und ist verletzt. Ihr müsst den Erzmagier finden, und zwar rasch. Macht euch auf den Weg. Was ist passiert? Ist gleich wieder gut. Ich muss nur erst wieder zu Atem kommen. Sucht Savos. Okay. Hey, warum geht der Pfeil hier raus aus der Halle? Wir suchen ihn jetzt trotzdem einfach. Schnell. Was ist geschehen? Ist mit euch alles in Ordnung? Was ist hier drin geschehen? Ankano, er hat irgendwas mit dem Auge angestellt. Bei den Neuen? Ist er dafür verantwortlich? Da ist doch mehr. Es ist etwas mit Winterfeste geschehen. Sicher hängt es mit dem zusammen, was Ankano getan hat. Ihr müsst dorthin gehen und euch vergewissern, dass es sicher ist. Rasch jetzt, rasch! Ich suche Mirabelle. Wir werden versuchen, es aufzuhalten. Bitte vergewissert euch, dass Winterfeste sicher ist. Oh mein Gott. Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Ihr könnt mich sehen? Ja. Verflixt. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich unsichtbar bin. Zauber und Beschwörung für jene, die sie anwenden können. Alter, verkauft ihr die teuer. Ich glaube, ich habe sogar schon alles. Lebt wohl. Der arme Savas. Er ist jetzt einfach gestorben. Ziemlich unspektakulär. Ich dachte, da passiert jetzt noch irgendwas, aber ja. Was ist los? Was ist dort drin geschehen? Irgendwas ist schiefgegangen. Winterfeste könnte sich in großer Farbe befinden. Könnt ihr helfen? Winterfeste? Gehen wir dort hinunter. Wir müssen etwas tun. Ja, los, komm. Wir müssen uns beeilen. Oh Gott. Ganz viele Eisgeister. Aber die heißen jetzt hier gerade magische Anomalie. Ah. 10 Stück davon töten. Jetzt reicht's. Wir nehmen die Feuerzauber. Ihr seht doch schon, ich habe kaum bis jetzt Zauber benutzt, deswegen levelt das auch so schnell. Vier Stück haben wir, die halten ganz schön was aus, die Dinger. 6. 7. Oder... Halt still! Oh. So. So. Wo ist es?
ist uns bei Mirabelle melden. Los, schnell! Oh Leute, diese Folge ist heute echt intensiv. Dann schnell dahin laufen. Jetzt kommt mal wieder ein bisschen Action in das Ganze rein. Wo ist... Mirabelle. Winterfestes vorerst in Sicherheit. Ich könnte dasselbe von uns sagen. Teufdi und ich können versuchen, diese Angelegenheit geheim zu halten. Ihr müsst den Stab des Magnus in die Hand bekommen. Rasch! Mein Gott, da mache ich mich sofort auf nach Labyrinthion. Seid ihr sicher? Der Stab ist dort? Das kann kein Zufall sein. Wovon redet ihr? Der Erzmagier. Er hat mir vor kurzem etwas gegeben. Er sagte, es sei aus Labyrinthion und ich würde schon wissen, was damit zu tun sei, wenn die Zeit gekommen ist. Dann glaube ich, dass das für euch gedacht war. Ich weiß nicht warum, aber für ihn hatte die Sache etwas ganz Persönliches. Und ich finde, ihr solltet dieses Amulett nehmen. Es hat Savos gehört. Aber ich glaube, euch würde es jetzt am meisten... Wäre auch mal cool, wenn du mich anguckst. Nehmt das und macht, dass ihr wegkommt. Bringt den Stab zurück, bevor Ankano noch die ganze Akademie um uns herum zum Einsturz bringt. Gut. Wir gucken jetzt mal. Boah, heftig. Wir haben auch noch irgendwas anderes gerade bekommen. Was war denn das? Irgendein Buch? Zweifle ich eigentlich. Ist es ehrlich gesagt nicht, was wir gerade bekommen haben. Wobei sonstiges noch was mit bei? Ach ja, ja, okay. Dann begeben wir uns jetzt auf nach Labyrinthion, um die Akademie zu retten und vor allem auch Winterfeste. Ihr habt gerade schon gesehen, was passieren kann. Und das waren nur die Vorboten. Aber ich muss irgendwie noch zu irgendwem hinlaufen. Wer ist denn der Pfeil da? Hä? Wer ist denn der Pfeil? Ich geh mal schnell hin. Mit. Boah, was ist das für ein Pfeil da? Voll behindert. Wir gucken jetzt nochmal. Labyrinthion ist... Da, irgendwo. Schnellreise dorthin. Wir haben es schon entdeckt. Seht ihr, das ist wunderbar. Dass wir es schon entdeckt haben, brauchen wir nur noch Schnellreise hinmachen. Das sind so Sachen, die ich meine. Ihr lauft dran vorbei, nehmt es einmal mit und dann hat sich das. Dann könnt ihr nämlich bei solchen Sachen, wenn ihr denn hin müsst, auch direkt hinreisen. Leute. Jetzt sind wir auch der ganzen Sache schon näher. Aber hier in Labyrinthion nehmen wir wieder. Obwohl, ich arbeite jetzt mal mit Zerstörungsmagie. Ganz einfach. Bisschen Zerstörungszauber leveln. Und wenn wir getroffen werden, ist auch nicht so schlimm, weil, ja. Dann leveln wir wenigstens auch gleichzeitig noch unsere Rüstung. Ey, ich hänge fest. Ey, hier kommt doch einer. Nehmen wir mal Flammen. Weil er ist ja ein Eistroll, ne? Noch einer. Wunderbar.
Ja, das ist jetzt echt wenig Schaden, den ich verursache. Wir haben ja noch gar nichts in der Magie verbessert, sage ich mal. Also ist das auch wiederum vollkommen normal. Also macht euch da mal keinen Kopf. Wartet kurz. Oh, hier steht, ich würde mal sagen, das ist der Geist von unserem guten alten Mann, wa? Galdurs Amulett. Lass mal jetzt um. Hä? Girduin? Savos Aren? Atma? Sammlerin des Lichts und Elvalvi? Was? Ja, auf jeden Fall, wie ihr seht, sind wir jetzt in einer, ich nenne es mal Zeitellipse. Wir sehen jetzt gerade, dass hier jemand schon mal war. Und, dass der Erzmagier da mit bei war. Kurios, ne? Telekinese habe ich ja, glaube ich, noch nicht gelernt, deswegen gucken wir jetzt mal. Als ob ich den schon kenne. Könnt ihr euch ihren Gesichtsausdruck vorstellen, wenn wir zurückkommen? Ihr scheint ja fest davon überzeugt zu sein, dass wir da drin was Nützliches finden werden. Angesichts der Geschichte dieses Ortes ist es mehr als wahrscheinlich, dass hier noch immer große Macht vorhanden ist. Dann gehen wir mal rein, Leute. Ich esse gerade übrigens nebenbei. Wollen wir mal gucken, weil hätten sie es geschafft oder wären jetzt nicht so hart drauf gegangen, vielleicht. Was ist. Alter, willst du mich verarschen? Weil es jetzt nur eine reine Vermutung ist. Denn wären sie ja keine Geister, ne? Ja, easy. Alter, geht der schnell down von dem Feuer. Warte mal. Habe ich noch einen Zaubertank für Magika? Das wäre echt cool, weil jetzt habe ich gerade voll Bock. Alter, war der easy. Also selbst das Skelett stärker. So. Ja gut, die nehmen wir mit. Dauert mir jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen zu lange. Danke. So, jetzt gehen wir einfach hier weiter. Zack. Zack. Die haben wir alle. Gehen wir mal direkt instant geradeaus weiter, wa? Ich nehme mal als Wiederherstellungsmagie in die rechte Hand die Schnellheilung. Mein Handy muss natürlich wieder klingeln. Es ist so Premium, ne? Es ist einfach nur Premium. Wartet mal. So. Ruhm und Ehre der tapferen Stadt Bromjuna.
Diese Mauern sollen immer stehen. Mögen die Feinde ihre Majestät sehen. Mögen sie erzittern, wenn sie sie erblicken. Wir müssen umkehren. Wir können Girduin nicht zurücklassen. Und der Erste ist schon weg. Weiß ich nicht. Der Erzmagier hat ganz schön angetrieben. Okay. Das Gespräch war scheinbar sowieso zu Ende, also gehe ich einfach mal weiter. Ist die Frage jetzt, schaffen wir das noch, wenn ich jetzt, sage ich mal, 10 Minuten dranhänge und wir einen 30-Minuten-Part draus machen? Oder schaffen wir das nicht, dass wir wirklich zwei Parts für brauchen? Das ist eine gute Frage. Falls da jetzt zwei Parts draus werden, wundert euch nicht, falls ich dann keine Begrüßung mache. Das war ein Zauberspruch. Was mache ich denn? Ah, na gut, das brauche ich nicht. Das waren aber Drachenworte, das ist schon mal Punkt 1. Das ist schon mal... nicht so gut eigentlich für uns dann im Endeffekt. Ob wir hier noch irgendwo was kriegen. Beziehungsweise gut, das kann nice sein, weil wir dann eventuell noch ein Wort hier lernen, ne? Aber sonst habe ich. Ich soll jetzt echt mit Flammen machen. Okay, gut, wartet. Dachte mir nämlich gerade schon, na, Flammen, aber... dachte dann doch, nein. Ne, warte. Okay. Waffe erstmal wieder in der Hand nehmen. Ihr merkt schon, wird so eine kleine Questreihe hier. Ist schon etwas komisch, dass hier jetzt mal die Daugre auch so ein bisschen. Tschüss. Erstmal weiter hier lang. Wir hätten auch runterspringen können, so wie es aussah. Oh, ein Fürst. Den machen wir jetzt. So, den haben wir auch. Ganz easy gelegt. Gold und Knochenmehl kommt natürlich mit. Auch wenn es eine verzauberte Axt war, mache ich es nicht. Ich würde mich gerne heilen, aber ich habe gerade zu wenig Magika. Zum Heilen. So. Truhe. Haben wir alles mit. Hey, wo ist denn der? Also seht ihr, hier sind sogar noch Feuersalzer. Oh, wir haben sie. Ich habe einige von den Salzen gekauft gehabt. Kriegt man ja auch überall hinterhergeworfen, mehr oder weniger. Wenn man die nämlich nur sammelt, Leute, kann ich euch versprechen, dauert das... Oh, Entschuldigung, Lydia. War nicht mit Absicht. Dauert das nämlich eine ganze Weile. Und mit einer ganzen Weile meine ich wirklich eine ganze Weile. Ja, wahrscheinlich, wa? Auf jeden Fall spricht er jetzt schon mal mit uns. Aber die Stimme ist echt geil, muss ich sagen. Die ist schon nice. Auch wenn wir kaum was an Leben verloren haben, nehmen wir das jetzt einfach mal, weil ich, ja. Halt das ein bisschen leveln will, das Wiederherstellungszeugs. So. Trank des Berserkers. Ihr merkt doch schon, ich mache kaum Zaubertränke, um mich jetzt stärker zu machen. Mehr Ausdauer, unendliche Ausdauer für eine Weile. Oh Gott, Schluck auf.
Mach ich nicht. Seid ihr zurückgekehrt, Aran, mein alter Freund? Oh, er denkt, der Zauberer ist zurückgekehrt, also der Boss, in Anführungsstrichen, von der Winterfeste, der jetzt tot ist. Und ihr seht auch, ich habe gerade meine Magie komplett verloren, als er uns angehaucht hat, in Anführungsstrichen. Was schon etwas beängstigend gerade so ein bisschen ist. Aber ich gehe mal stark davon aus, als ob, dass er allgemein eh ein magisches Wesen ist. Und wir deswegen auch gerade unsere Magika verloren haben. So offen. Ich glaube, es ist doch bloß eine kleine Abkürzung. Oder ist hier irgendwas Großartiges? Oder vielleicht ist hier auch irgendwas versteckt? Geh mal weg! Lydia, Mann, du stehst im Weg rum. Der Gang ist schon so eng. Oh Gott. Noch nicht lang. Ah, hier sind Truhen. Nimm einfach mit, ohne jetzt großartig zu gucken, was drin ist. Wollt ihr beenden, was ihr zuvor nicht beenden konntet? Oh, vielleicht. Aber die Stimme ist echt geil, muss ich sagen. Die hat was. Ich glaube, wir haben gerade sogar schon wieder Magiker verloren. Als sie angefangen hat, mit uns zu quatschen. Kann man hier schon irgendwas sehen? Oh, da unten sieht stark nach einer Festung so aus. Oh. Hi, Digga. Hast nicht aufgepasst. Tut mir leid. Eigentlich ja nicht. Ah, hier. Nur noch da, wieder Magiker. Werdet ihr versagen. Ach, diesmal wird er uns tot sehen. Ich würde mal stark davon ausgehen, dass er uns beim ersten Mal alle gekillt hat, außer den Erzmagier. Und er jetzt denkt, wir kommen jetzt um uns so ein bisschen zu rächen, aber das interessiert mich jetzt natürlich erstmal nicht. Ja, okay. Oh, wartet mal, ich werde gerade angerufen. Auf Skype. Jawohl. Hallo? Wieso, was will ich? Bist du dumm? Ja, Leute, für euch jetzt nochmal zur Erklärung. Louis ruft mich gerade an, aber ihr hört ihn jetzt natürlich nicht. Irrlichtmutter. Mama, platt machen wir die. Ich nehme gerade auf. Ich höre sowieso keiner. Ihr braucht die noch nicht hören. Lydia, mach dich mal bitte schnell kalt. Danke. Das Nordschwert wollte ich jetzt aber nicht haben. Ich mache jetzt aber auch keinen Ton an, dass ihr diesen Bastard da hört, weil der ist jetzt gerade unwichtig. Ich höre auch im Hintergrund, wie er FIFA spielt. Was denn? Doch, du bist unwichtig. Damit er das gleich mal lernt. Ah, oh, da stehe ich drauf. So, jetzt gehen wir hier runter, oder? Nee. Nö. Kannst du mal bitte FIFA leiser machen im Hintergrund? Das nervt, Alter. Ein Geisterkriegshund. Leute, ihr lasst uns jetzt einfach mal hier runterfallen, weil ich keinen Bock habe, alles runterzulaufen. Sag mal. Jetzt sind hier nur noch Magiker gegen... Alter, die machen richtig Damage. Alles klar. Nehmen wir mal einen Zaubertrank. War gleich bei 30 Minuten schon. Ah, der hat Ausdauer gezogen. Der kleine Bastard. Hi. Ah, ich glaube, sie wären mal runtergekommen, deswegen gehen wir jetzt wieder zurück.
Ich habe ja abgekürzt. Ah, der Herzräuber interessiert mich jetzt mal. Das für eine Waffe. Absorbiert Ausdauer. Ja, war klar. Gut. Da lang. In die Tribüne. Heute kleine Spezialaufnahme, 50. Aufnahme und der Bastard kommt auch noch rein. Ich fass es nicht, Alter. Warum bist du jetzt überhaupt wiedergekommen? Hä? Hä? Pussy, vorhin rumgeheult. Rumgeheult wie so ein kleines Mädchen, Alter. Ach, deine Mama. Ei. Schön, dass du so eine schöne Waffe hast. Interessiert mich aber nicht. Kenn ich nix. Brauchen wir nicht. Haben wir jetzt schon einmal. Brauchen wir auch nicht. Was ist das? Ständiger Schutz. Okay, schön für dich. So. Wo ich gleich drosch gesprintet bin, damit ich die Steine rausnehmen kann und der Zauber aufhört zu wirken. Easy. Ihr seht auch, vor allem Geisterhunde. Warum wurden die so nicht eingebaut? Also komplett normale Hunde. Das wäre richtig geil gewesen. Killen wir direkt mal den Typen hier. Oh, dann ist der Artonage nämlich auch down. Easy. So. Am Adeptenschloss. Irgendwie erzählt der Louis sowieso nichts Wichtiges, also brauche ich auch keine Aufnahme dafür extra anmachen. Nö. Das ist ja die für Sonntag. Also brauche ich auch nichts weiter für den Jungen hier. Nein. Wenn der mit drin ist, nehme ich auf jeden Fall nicht mehr mit auf, weil er stört meine Integrität aus euch schon übelst Kopfschmerzen gerade. Na, Decke. Weiß ich zu schätzen. Danke, weiß ich zu schätzen. Nee. Ah. Ja, ihr müsst wissen, er ist ein kleiner Hurensohn. Soll ich ihm von euch, von ihm aus sagen? Wort der Macht gelernt. Seid Zeit verlangsamt. Kannst du gerne machen. Ich freue mich über jeden Kommentar unter dem Video. Leute, ich muss euch nämlich sagen, er ist ein nicht aktiver Zuschauer, bedeutet Minus. Richtig Minus. Gerne Hurensohn. Das hier wäre jetzt der 50. Oh oh. Er hat vielleicht 4 gesehen oder so. Alles klar, was hast du letztens gesagt? Ich muss mal die anderen wo... Nein, nee, ich muss mal, glaube ich... Nee, nee, nee. Ich glaube, ich muss die anderen nachher mal darüber informieren, was du hier eigentlich machst. Sie wollte nicht weitergehen. Wir hatten keine Wahl. Das ist... Sind nur noch zu dritt, Leute. Wir, das ziehen wir heute durch. Wir sind jetzt schon bei 34 Minuten. Das ziehen wir heute durch. Wer kann deine hässliche Fresse 34 Minuten ertragen? Ja, dein Minecraft-Skin reicht ja wohl schon. Oh, da ist jemand. Hallo! Möchtest du mit mir kuscheln? Ich glaube, von dem kriegen wir auch eine Maske, aber die war, glaube ich, nicht so stark wie die, die wir letztes Mal gefunden haben. Da ist Aaron, würde ich mal sagen. Und dann steht hier bestimmt irgendwo noch wer. Gehen wir mal rüber und gucken wir mal, ob wir mit dem kuscheln können. Hallo? Dafür braucht man einen anderen Zauber. Welchen brauchen wir denn da? Veränderung? Nee. Ja, Herstellung. Ständiger Schutz.
Hä? Ja, okay, gut, ne? Ach so. Naja, dann sag doch, dass ich die erkennen muss. Ich dachte gerade voll, das sind die Guten. Naja, dann nicht. Auf Wiedersehen. Ach, hier sind voll die Guten. Scheiß, Alter. Komme ich denn an die ran? Oh, da sehe ich auch nicht ein. Komm, dann nehmen wir einen Pfeil und einen Bogen. Kletter da jetzt nicht hoch. Jetzt kommt ja auch noch runtergelaufen. Ey, Digga. Oh. Ich sag extra, ich mache mir nicht die Arbeit und er kommt extra runter. Sturm, das ist mies. Passiert uns nicht, wir gehen bloß auf ihn. Auf Marokai. Alten Gangster. Dein Ernst? Bleib doch mal stehen! Will mit dir kuscheln. Ich mag sowas. Er ist down. Stab des Magnus erhalten und die Maske Marokai. Magikerin generell 100% schneller, so rum. Also wirklich eine schwache Maske. Schade. Kurz healen. Und dann sind wir jetzt hier fertig. Das ist natürlich auch uncool. Das war's schon. Ich glaube, da kommen wir raus. Was machst du jetzt eigentlich hier so konfi-technisch? Ey, du fetter Bastard. Was machst du jetzt hier eigentlich konfi-technisch und so? Die Uhrzeit. Das ist keine Antwort, naja. Naja, ich dachte mir, ich mach das jetzt mal. Dachtest dir auch, du gehst da jetzt erstmal rein. Ganz schlechte Antwort. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Part, weil ich jetzt hier nicht weiß, ob ich jetzt hier direkt rauskomme oder ob wir komplett zurücklaufen müssen. Und komplett zurücklaufen würde extrem viel Zeit fressen, was das Let's Play dann einfach... Ah doch, wir kommen hier raus. Nicht hergeben würde. Aber wir kommen hier raus. Müsste mal eigentlich rauskommen. So, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Dann gehen wir jetzt noch schnell zurück, oder nicht? Ihr habt es also eben dort hinaus geschafft. Ankano hatte recht. Ihr seid gefährlich. Alter, du Drecksau. Ich muss euch diesen Stab jetzt abnehmen. Ankano möchte, dass er sicher verwahrt wird. Ach ja, und er wünscht euch nichts Persönliches. Ja, geht mir aus dem Weg. Jetzt killen wir den noch schnell. Nicht töricht. Ihr habt keine Chance. Hab ich gesehen, das waren 3 oder 4 Hiebe, nachdem du tot warst. Schwachmat, Alter. Tschüss. Nee. Hä? Fail? Ja, easy. Ich pack mich in die Wand rein wegen der alten. So. Noch ein Riegel. Noch eine Tür. Und nach oben. Haben wir geschafft. Dann sehen wir uns morgen im nächsten Part. Dann gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Das war jetzt der 50. Part. War ein bisschen Speziale. Knapp 40 Minuten, also sehen wir uns morgen, haut rein und ciao.